Gruppe Tanz in Chantilly. Was für ein Erfolg für Trainerin Jasmin Almenräder. Der von ihr betreute Pas de Deux gewann am Sonntag in Chantilly den zur Gruppe 3 zählenden Prix Bertrand Dubreuil unter Jockey Antoine Coutier. Für den ZEDEX-Sohn war es bereits der dritte Treffer auf Gruppe 3-Parkett. Bastille jetzt Listensiegerin. Peter Schiergens für den Stall Emerald trainierte Bastille, konnte am Sonntag in Mailand ihren ersten Listensieg feiern. Mit Siegform angereist kam die genau wie Pas de Deux von ZEDEX stammende Stute leicht gegen Valuta Pregiata zum Zuge. Arl und eine Fünfer-Serie. Michael Cadedu war am Sonntag in Hannover der Mann des Tages. Mit 5 Siegen gewann der Italiener 50% der Rennen. Höhepunkt war dabei sicherlich der Listentreffer mit Andreas Wöhlers Arl, die Salve Estelle in einem engen Finish in die Schranken verwies.